Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 und wir sind wieder mal auf der Rehbach im Singleplayer. Das muss ich ja jetzt ein bisschen betonen, denn wir haben ja ein neues Projekt. Im Multiplayer sind wir ja mittlerweile auch unterwegs und so wie es aussieht in Bälde auf 5 Höfen mit 5 Mann, das freut mich, dass ich da doch noch einige Mitstreiter gefunden habe. Grüße gehen raus an alle, die im Multiplayer mit dabei sind an dieser Stelle. So. Aber wir haben hier auch noch ein bisschen was zu tun auf der Rehbach, denn ihr seht es, hier liegen Ballen und hier liegen nicht nur wenig Ballen, hier liegen mittlerweile einige Ballen und ich will heute hier fertig werden und dann geht's ins Bauen. So Freunde, links oben seht ihr, dass wir 83 Ballen mittlerweile gepresst haben. So, jetzt muss ich mal schauen, ja, ab hier geht's weiter. Sodele. Und dann haben wir hier noch 2 Bahnen und wenn die fertig sind, dann geht's los, dann müssen wir zur Bank, werden uns ein bisschen Geld holen, nicht nur ein bisschen, sondern schon ordentlich. Ja, wir werden da schon einiges investieren müssen und dann geht's los mit Ballenlager, mit BGA und vielleicht noch ein bisschen Deko und dann schauen wir auch mal, wie wir die Ballen dann auch letztendlich ins Lager bekommen, denn ihr wisst ja, ich habe ja diesen Krone-Anhänger, aber da bin ich ja so ein bisschen eigen, weil ich ja sage, das machen wir dann schon mit etwas Aufwand, also nicht Autoload komplett, sondern schon mit bisschen Aufwand. Aber so viele Ballen, die jetzt hier liegen, da muss ich ehrlich sagen, stimmt, ich muss hier wieder Ballen entladen und automatisch einschalten. So, jetzt. Genau, jetzt funktioniert das. Und deswegen, denke ich, werden wir uns fürs Einsammeln dieser 85 Ballen auf jeden Fall noch ein anderes Gerät holen, mit dem wir dann, ja, die Ballen zum Ballenlager bringen werden. Jo, denn sonst müsste ich ja wirklich jeden Ballen hier zum Anhänger bringen und das wollen wir uns bei 85 Stück jetzt nicht antun. Das wäre ja ein nicht nur abendfüllendes, sondern bald ein wochenendfüllendes Programm. Und wenn ihr die Folge seht, müsste es eigentlich Freitagabend sein und deswegen an der Stelle alles Gute wünsche ich euch oder viel, viel Spaß für das Wochenende, was auch immer ihr tut und wo auch immer ihr seid. So, Dele, den Ballen auch noch raus. Hervorragend. Und dann schauen wir mal, ob es noch einen gibt. Ein paar Reste liegen hier noch rum auf dem Feld. Ja, doch, da müssten wir noch einen rauskriegen. Ich denke, da kriegen wir noch einen raus. Sehr schön, aber jetzt ist finito la musica. Der wird jetzt noch gewickelt. Dann räumen wir auf und dann geht's ans Bauen. Hier vorne seht ihr unser zukünftiges Baugelände. Bob, der Baumeister, wartet schon und wird dann hier uns ein Ballenlager hinhauen und natürlich eine BGA. So, wir packen den Fendt zusammen. Noch ist ja das Baugelände hier abgesperrt, abgeriegelt, eingezäunt, aber da werden wir dann gleich aufräumen und dann geht's los. So, Dele, jetzt aber erstmal damit zurück zum Hof. Und ja, da muss ich jetzt gerade überlegen. Da müssen wir noch ein bisschen was unterstellen. Und apropos unterstellen, da schauen wir auch mal, was wir für ein Ballenlager uns holen und ob wir da auch was unterstellen können. Also ich unterstelle jetzt einfach mal, dass wir uns ein Ballenlager holen, das groß genug ist. So, ich würde sagen, den stellen wir jetzt einfach mal hier kurz vor den Bänder. Schubidu. Na? Ah, das ist wieder so eine Sache mit der Kamera. Das müsste doch so passen. Hervorragend. Dann haben wir hier noch den Klaas. Der steht hier auch noch rum. Auf geht's, mein Freund. So, die letzten Reste hier, wie gesagt, die lassen wir liegen. Das bringt nichts. Und wie gesagt, auf 3 Feldern liegen jetzt die Ballen und da sind echt jede Menge, jede Menge. Da haben wir also auf jeden Fall Material für den Winter. Da können wir dann arbeiten und Geld verdienen. Und ich bin ja noch am Überlegen, ob wir uns noch einen Manitou holen.
damit wir natürlich die Ballen auch dann in die BGA werfen können. Ihr seht es hier links. Ja, das wunderschöne Mähwerk von Klaas. Ja, ich muss wieder aufpassen. Das passt wieder nicht. Machen wir mal ein bisschen Licht hier hinten. So, okay. Und jetzt? Das wunderschöne Mähwerk von Klaas kriege ich in keine Halle rein. Es ist einfach ein paar Zentimeter zu hoch. Aber das habt ihr mir auch in die Kommentare geschrieben. Das Problem hat ein oder andere von euch ebenfalls. Okay, so, wir steigen aus, sprinten mal kurz rüber. Und dann geht's los, dann wird gebaut. An der Molkerei vorbei, am Händler vorbei, alles hier in der Nähe. Und auch da drüben seht ihr, da haben wir ja zuerst angefangen, alles voller Ballen, Ballen, Ballen. Also die müssen alle eingelagert werden. Die müssen eingelagert werden, damit wir sie dann in aller Ruhe über die Wintermonate verarbeiten können. So, noch ist der Bauzaun da. Das heißt, wir müssen als erstes das Land kaufen. Und an der Stelle wieder mal mein Tipp. Ganz, ganz wichtig. Einmal das Spiel speichern, bevor es nämlich losgeht. Ihr wisst ja, wir auf der PlayStation, wir haben ja nur diesen einen einzigen Spielstand. Und wenn da jetzt wieder was schief geht, oje, oje. So, Feld Nummer 62. Ja, 19.160. Das können wir uns auf jeden Fall so noch leisten. Dann gehen wir mal ganz kurz ins Baumenü und machen uns das Feld frei. Und da der Kalle ja extra diese Baufelder immer entsprechend auch vorbereitet hat, eben zum Bauen, gehen wir auch mal davon aus, dass wir dann ohne Probleme das entsprechend dann auch bearbeiten und bebauen können. So, die Dekoration kann man natürlich für 0 Euro verkaufen. So fair ist der Kalle und jetzt ist alles weg. Das heißt, der Bauzaun ist weg und die gesamte Fläche sollte natürlich entsprechend eben sein, dass wir bauen können. Aber zum Bauen brauchen wir Geld. Denn mit den 20.000 oder was wir da jetzt noch haben, kommen wir nicht weit. 50.000 haben wir bereits aufgenommen. So, wir leihen uns nochmal 200, damit wir auch ein bisschen Spielgeld haben. Für den Fall der Fälle sollte sich irgendwie noch was Interessantes ergeben, weil ansonsten werden wir uns auf jeden Fall noch den Manitou holen. So, 224.000, es geht los, wir werden bauen. Und als erstes ein Silo. Und da bin ich jetzt gerade ein bisschen am Überlegen. Ihr wisst es vielleicht. Ja, ich habe so ziemlich alle Mods drin, die ich mir mal heruntergeladen habe, die auf eine Playsee passen. So, jetzt schauen wir mal. Dumm-di-dumm-di-dumm. Da hinten irgendwo kommen sie. Und ihr erinnert euch vielleicht an die Galgenberg. Da hatte ich hier diesen Mod installiert, dieses Ballenlager. Da kriegt man auch ordentlich Material rein. 550 Stück. Und das gibt es einmal in der Richtung und einmal in der Richtung. Ist übrigens auch ein Palettenlager, das sich natürlich auch anbietet. So rum wäre es, glaube ich, ganz, ganz witzig. Ne, da könnte man das Ding jetzt so hinstellen und dann hätten wir noch gut Platz hier. Dann könnte man eventuell noch eine Halle zum Unterstellen dahin machen. Aber um ehrlich zu sein, die Halle ist auch preisgünstig. Aber um ehrlich zu sein, möchte ich gerne mal was anderes ausprobieren. Denn die Halle haben wir schon gesehen. So, und ich möchte eigentlich Folgendes hinstellen. Ich glaube, das ist noch ein bisschen, da haben wir es doch. Ist auch teurer, passt auch nicht ganz so viel rein. Aber ich finde die irgendwie schicker. Ich finde die irgendwie schicker und da schauen wir mal, da müsste doch eigentlich auch Platz sein, dass wir dann eventuell hier Maschinen unterstellen können. Also die erscheint mir groß genug. So, genau, wir werden das am Raster ausrichten. Dann müssen wir wieder mal schauen. Ja, wie platzieren wir das? Das ist ja immer so hier ein Gehuppel und Gezuppel. So denke ich. Na, noch ein bisschen vor. Ja. Und ich denke, so sollte das doch passen, oder? Weg damit. Bingo, das ist es. Da haben wir jetzt unser Ballenlager liegen. Sehr schön. Da werden wir dann auch noch einen Zaun drumherum ziehen. Das gehört sich einfach so. Ein Zaun muss sein. Das ist Pflicht. Und ich denke, ihr seht es, man kann es begehen. Der Teil ist Ballenlager. Und hier, da können wir auf jeden Fall noch Gerätschaften, denke ich, unterstellen. Das müsste ja gehen. Ich unterstelle das einfach auch mal so. So, und das sieht doch gut aus. Und ich denke, 250.000 Ballen, das sollte doch wirklich ausreichend sein. Wir hauen jetzt gleich die BGA hin. Ich will das alles schon mal so weit fertig bauen. Das heißt, ich muss hoch in Produktion.
und Fabriken. Und dann schauen wir mal. Meine Lieblings-BGA, das ist diese hier für 55.000. Wir könnten natürlich auch eine andere setzen, aber die hier... Nee, das ist die Produktion. Da gibt es noch eine für 150, aber die erscheint mir zu teuer. Eigentlich hier für unser Thema. So. Haben wir sonst noch was? Haben wir sonst noch was? Da natürlich das Pump and Houses Paket. Nee, Quatsch. Das Gülleverschlauchungs. Doch, Pump and Houses. Nee, da haben wir nichts. Wir nehmen einfach wieder meine Lieblings-BGA, meine Hof-BGA. Da weiß ich, was ich habe. Da weiß ich, wie es funktioniert. Und da weiß ich auch, was Sache ist. Die gibt es übrigens einmal als normale und dann mit einer Betankung für Methan. Falls man Fahrzeuge hat zum Betanken, kostet das gleiche in grün. Da ist eigentlich dann nur noch hier auf der rechten Seite eben diese Zapfstelle. Und bei dem hier ist diese Zapfstelle nicht. Ich denke, wir könnten mal spaßeshalber das Teil setzen. So, jetzt müssen wir mal gucken, weil das Ganze braucht etwas mehr Platz. So. Ja, ich bin da noch ein bisschen... Wir brauchen da etwas mehr Platz. Na, so müsste es doch passen, oder? Ja, wir machen uns vorne das Leben nicht schwer. Soll heißen, vorne kommt kein Zaun hin, aber so sollte das passen. Jetzt machen wir noch ein Zäunchen drumherum und dann machen wir noch ein bisschen grün. So, das heißt Deko, Zäune. Und dann schauen wir mal. Da gibt es doch irgendwo einen Maschendrahtzaun. Nee. Na, wo ist er denn? Ich glaube, das ist er. Sehr schön. Dann setzen wir den da mal hin. In der Hoffnung, dass das funktioniert. Distanz zu klein. So, auch hier. Ja, da müssen wir ein bisschen weiter raus. Sonst sind wir doch zu dicht. Okay. Sonst kommt man ja hier nicht an dem Container vorbei. Ich glaube, so müsste es passen. So sind wir einigermaßen gerade. Einmal. Ja, so sieht es eigentlich auch gut aus. Warte. Ich will das immer so, dass genau das nächste Element kommt. Dann passt das für mich immer. Ja, das ist immer so eine Feinheitgeschichte. Sehr schön. Okay. Dann hauen wir hier noch den Zaun hin. Direkt am Holz. Ja, hier werden wir noch ein bisschen Gras malen. Einmal. Zweimal. Ah, das hätten wir uns schenken können. Aber ist egal, dann machen wir das so. So, komm. Zack, und dann einfach nochmal ein Element hin zum Verkehrszeichen. Dann passt das. Sehr schön. So, dann haben wir das nämlich auch. Und dann werden wir noch ein bisschen malen. Und zwar Pflanzen und zwar die Wiese. Aber zuerst müssten wir erst noch den Boden bemalen. Damit es dann auch ein wenig schlüssig aussieht. So, hier. Ach, das geht gar nicht. Ah, doch, hier geht's. Okay. Bingo. Ja, das wird jetzt wieder ein bisschen zu heftig.
Okay, dann hier noch. So, dann pflanzen. Die Pflanze machen wir direkt bis an den Zaun. So. Kostet uns natürlich alles Geld, aber wir müssen auch ein bisschen was machen, damit es schön aussieht. Okay. Hervorragend. So, auf der Seite noch. Genau. Sehr schön. So, dann noch ein bisschen malen und dann nehme ich dann Schotter. Weil da werden wir jetzt hier noch dafür sorgen, dass wir hier vernünftige Einfahrten sozusagen haben. Also da sind wir großzügig. Das werden wir ein bisschen noch anders abgrenzen, dass man hier dann nicht wild oder dass es nicht ganz so schlimm aussieht. Okay, also ich denke, damit können wir leben. Und das gleiche machen wir da drüben auch noch. So, weil wie gesagt, ich will hier genügend Platz haben zum Rangieren, um zum Arbeiten. Jetzt machen wir noch etwas Deko. So, da können wir noch ein bisschen Deko machen. Und zwar die Klassiker. Machen wir hier einfach noch etwas hier hin. Das trennen wir. Damit trennen wir ein bisschen ab. So, einmal. Und zweimal. So, da haben wir dann noch mehr solche Container. So, weil dann haben wir dadurch nämlich auch etwas verhindert, dass wir hier direkt reinfahren. Haben wir so eine kleine Einfahrt. So, und dann machen wir nämlich hier nämlich auch noch einen, zwei und drei. Hervorragend. Dann müssen wir nämlich da keinen Zaun hinmachen und haben trotzdem so eine kleine Abtrennung und ein bisschen, ja, Weg. Und jetzt würde ich hier drüben noch irgendwas hinhauen. Haben wir da noch was? Ja, stopp, stopp, stopp. Da schauen wir mal. Da gibt es doch irgendwelche... Naja, ein Toilettenhäuschen müsste es jetzt nicht sein. Aber ich glaube, da gibt es noch was richtig Schönes, Großes. Hier haben wir es doch. Sowas hier. Ja, das passt doch gut hierher. Zack. Zack. So, und dann weiß ich noch, dass es irgendwas mit Holz noch gibt. Na, wo sind sie denn? Ja, hervorragend. Das können wir zum Beispiel irgendwie hier hinhauen. So. Ja, das passt schon. Da haben wir ein bisschen Dekoration, ein bisschen Abtrennung und dann ist es auch etwas besser. Jetzt können wir da noch ein paar Fässer hinstellen vielleicht. Ach was. Ich denke, das tut's erstmal so. Wir schauen uns das Ganze mal an. Hervorragend. Und dann werden wir uns mal die ersten Ballen schnappen und schauen, ob das Ganze auch wirklich so funktioniert. Ja, da können wir noch ein bisschen dran arbeiten. Da können wir noch ein bisschen am Boden machen. Ich hole uns jetzt noch schnell einen Ballenwagen. Wo haben wir sie denn? Wo haben wir sie denn? Ballentransport. Den Klassiker, mein Lieblingsfahrzeug. Wo ist es? Wo ist es? So, das ist für Quaderballen. Das ist für Quaderballen. Augenblick, Augenblick. Da haben wir ihn doch. Der ist für Rundballen. Der kann alle Größen. 24 Ballen gehen da drauf. Den werden wir uns einfach mal kurz mieten. Und dann springen wir in den Glas. Weil er einfach ein bisschen mehr PS hat. Und dann sammeln wir mal ein paar Ballen ein und schauen mal, ob das funktioniert mit unserem neuen Ballenlager hier am Hof. Und der BGA. Natürlich können wir die BGA noch nicht befeuern. Wir haben noch keine Silageballen.
Das wird noch einen Monat dauern, bis die soweit sind. Aber ich glaube, das sieht doch hier schon mal ganz ordentlich aus. Und wir können auch mal probieren, ob wir auch hier reinkommen. Warte. Ja, also das ist doch hervorragend. Da können wir tatsächlich auch unsere Geräte abstellen. Zum Beispiel die Presse oder dann eben auch einen Ballensammler. Sehr schön. Dann haben wir nämlich auch wieder zwei oder drei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Das soll heißen, wir haben unsere Halle für unsere Ballen, damit wir die runterkriegen. Hat mich übrigens auch gewundert, dass es sich hier noch niemand gemeldet hat bezüglich den Ballen, dass die Stückzahl noch nicht erreicht ist. Aber ich glaube, 100 oder 150 ist, glaube ich, das, was maximal erlaubt ist. Da könnt ihr mir gerne auch mal in die Kommentare reinschreiben. Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr. Aber im Moment hat sich niemand gemeldet, also es hat funktioniert. So, los geht's. Dann sammeln wir mal ein paar Ballen ein. Dann schauen wir mal, wie groß auch der Trigger ist, ob das alles so funktioniert, wie ich mir das denke. Ja, wir bleiben gleich hier auf dem nächsten Feld. So, dele. Dann das Ganze in Arbeitsstellung. Und dann werden wir das hier einsammeln. So, zwischenzeitlich kam ja der neue Trailer von Giants bezüglich, ja, der Asia Map. Also da dürft ihr mir auch mal gerne reinschreiben, was ihr von dieser Karte haltet, ob ihr euch darauf freut, wie gut sie ist für euch und ob ihr diese Karte spielen werdet, eher vielleicht als die amerikanische, die Riverbend. Ich glaube, wie war es? Riverbend, die Kirchenseizen. Und würde mich mal interessieren, wie da eure Meinung dazu ist. So, dann nehmen wir die auch noch. Und somit hätten wir dieses Geheimnis dann jetzt auch gelüftet. Denn die dritte Map, die ja kommen soll, soll dann eine überarbeitete Zilonka sein. Kennen wir ja aus dem Premium-Paket, wenn ich noch richtig weiß. Sprich, die Map mit dem Gemüse und natürlich den entsprechenden Produktionsstätten, um hier rote Beete, Karotten und Pastinaken zu verarbeiten. Und ich persönlich bin da noch ein bisschen unschlüssig. Ich persönlich tendiere fast dazu, im Moment, Stand heute, den LS25 dann doch mit der Zilonka zu starten. Weiß ich noch nicht, ob mir jetzt die asiatische Map wirklich so gut gefällt. Optisch auf jeden Fall. Aber vom Spielen her bin ich mir da noch nicht so schlüssig. Also was mir nicht ganz so schön gefallen hat, das war zum Beispiel der Kuhstall, der Tierstall. Also den fand ich irgendwie, ja, nicht ansprechend. So will ich das mal formulieren. Aber wie gesagt, schreibt mir mal eure Ideen, eure Meinungen, euren Ersteindruck zu der asiatischen Map in die Kommentare, würde mich interessieren. So, wir haben noch 4 Ballen, die nehmen wir auf und dann bringen wir das Ganze zum Ballenlager. Und dann bin ich auf das Ergebnis unserer Arbeit gespannt, ob das so funktioniert oder ob mich jetzt dieses Ballenlager, das ich hier zum ersten Mal gebaut habe, platziert habe, ob es mich enttäuschen wird. Aber im Moment glaube ich nicht. Ist, wie gesagt, ein kleines bisschen teurer, hat auch weniger Kapazität, aber ich finde, es passt halt einfach auch besser hin, weil es nicht so hoch ist. Und dadurch, dass wir ja auch was unterstellen können, passt das Ganze eigentlich auch hervorragend. So, einklappen. Wir fahren hier rechts herum. Also dann einmal hier um unsere Container herum. So, dele. Und dann müssten wir ja ohne Probleme, wenn wir hier rückwärts ranfahren, einmal auf Abladen. So, und ich glaube, der schiebt die ja so runter. Die quadratischen, also die Quaderballen, die tut er ja rechteckig legen. Naja, sehr schön. Das scheint jetzt erstmal hervorragend. Da kommen die Ballen. So sieht das Ganze dann also aus. So baut er die hin. Sehr schön. So, ich steige mal kurz aus. Dann schauen wir uns das Ganze nochmal an.
Ja, es sind extra hier Sachendeko, damit man nicht reinläuft. Aber so sieht es dann aus. Zwei Stück übereinander, das ist okay. Mal schauen. Und jetzt werden wir mal welche noch schnell auslagern. Er zeigt Gras an. Und jetzt werden wir noch einen auslagern und dann landet der hier und da können wir den entsprechend dann mit unserem zukünftigen Teleskoplader oder was auch immer dann natürlich entsprechend in unsere neue BGA packen. Freunde, das soll es gewesen sein für diese Folge. Heute haben wir wieder richtig was geschafft und es kann losgehen. Das heißt, jetzt erstmal alle Ballen ins Ballenlager, dann wieder die entsprechenden Wiesen herrichten und dann werden wir sehen, wie es hier weitergeht. Und vor allen Dingen ganz, ganz wichtig, wir werden jetzt dann natürlich über den Winter jede Menge Gärreste haben, damit wir unsere Felder dann auch entsprechend düngen können. Okay, das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen hier auf der Rehbach und sage wie immer an dieser Stelle Tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal.